Hallo zusammen und erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr, denn die Folge kommt auf YouTube am 3.1. Ja, auf Twitch läuft sie schon im alten Jahr quasi, aber ihr wisst, ich produziere immer ein bisschen vor, ich versuche das ein bisschen zu koordinieren. Aber wie gesagt, wenn ihr es auf YouTube zum ersten Mal seht, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Und ich habe ja im alten Jahr die letzte Folge gesagt, dass wir unser Game ein bisschen verbessern wollen, dass ich selbst einen Anspruch habe, das ein bisschen zu verbessern, Farmen zu bauen und deswegen erstellen wir jetzt eine neue Karte. Ich nenne die Welt einfach Step Up the Game. Wir spielen im Überlebensmodus, wir spielen auf der Schwierigkeit normal, wir haben eine kleine Bonustruhe und mehr nicht. Und ich würde sagen, wir erstellen jetzt unsere neue Welt und fangen direkt an. Ja, denn wir wollen von Anfang an mit Monstern spielen. Ich will von Anfang an coole Farmen bauen. Wir werden uns nicht direkt ein Häuschen bauen, sondern irgendwo, ich hoffe, in irgendeinem Dorf unterkommen oder so. Aber später werden wir auch richtig coole Sachen bauen und ich werde mir selbst dazu natürlich Tutorials angucken, wie ich das mache. Ich will einfach lernen. Ich will einfach in Minecraft lernen. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier haben. Wir nehmen mal alles mit. Es gibt bestimmt auch, ich muss mal gucken, Knopf, wo man das alles sofort rein... Ich weiß gar nicht, ob es das gibt, dass man alles sofort reinpacken kann. Mein Spiel hakt ein wenig. So, die Karte... So, Concentration bitte. Also, ich werde Folgendes machen. Ich habe leider noch keine Schippe, aber ich kann mir gleich eine bauen. Ich werde erstmal... Wir werden erstmal Bäume brauchen. Ich baue nur ein bisschen Erde ab, weil ich gleich Erde brauche. Um mir eine Übersicht zu verschaffen über das ganze Gelände. Aber am Anfang brauchen wir natürlich Holz. Es ist schön gewesen, dass da eine... direkt eine Steinspitzhacke drin war in der Truhe. Ansonsten hätten wir es mit der Hand abgebaut. Wäre auch nicht so das Problem gewesen hier. Wir nehmen... ein sterbender Baum. Wir nehmen erstmal ein wenig Holz mit. Das brauchen wir definitiv. Hier ist genug. Das hier will ich auch noch haben. Vielleicht kriegen wir dann ein paar Setzlinge gedroppt auch. Das wäre cool. Außerdem brauche ich noch... Ja, hier ist noch einer drin, ne? Ja. Aber nicht schlimm. Wir brauchen sowieso Holz. Und von daher alles gut. Und nur ein bisschen hier rausbauen. Den nehmen wir auch noch mit. Okay. So, jetzt sollten hier... Ja, hier könnte noch einer drin sein. Ja, genau. Aber das wollte ich nicht. Aber egal, wir müssen sowieso runter. So. Okay, 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 okay. So, wollen wir doch mal schauen. Wir bauen uns gleich einfach mal mit ein bisschen Erde hoch. Ich denke mal, wenn wir so... Ich tue das mal. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg. Die Erde bitte hier hin. So 30 Erdblöcke bräuchten wir. Ungefähr. Uns so einen kleinen Überblick über das Terrain zu verschaffen. Dann halten wir gleich nach Schafen Ausschau. Ich glaube, am allerersten Tag ist das Essen, geht das noch nicht so schnell weg. Von daher sollten wir so viel wie möglich hier auch abbauen.
und schauen, dass wir zumindest. Wir nehmen ganzen Stack mit. Ein ganzer Stack. Ja, Fleisch finden, also Kühe, Schafe, bla, alles. Okay, gut. So, würde sagen, wir gehen hier auf den Berg, auf den kleinen Hügel oder was auch immer es ist. Nehmen die Rosen mit, die können wir vielleicht später noch gebrauchen. Und ja, wir können hier ruhig auf den Baum hüpfen. Und gucken uns erstmal um. Oh, ich sehe ein Dorf. Wunderbar, wir haben Glück. Wir haben Glück. Ich habe die Chunks höher gestellt, das heißt, wir können 10 Chunks weit sehen. Und deswegen werden wir jetzt. Oh, hier ist eine Schlucht. Ich meine, Dorf und eine Schlucht ist schon mal super. Dorf und eine Schlucht ist schon mal super. Ja, und ansonsten. Da ist wohl auch noch irgendwie so eine kleine Höhle. Ja. Ansonsten sehe ich jetzt hier so nichts aktuell, was mir in irgendeiner Art und Weise hilft. Wir bauen das wieder runter. Aber Dorf ist schon mal super, denn das sollte. Aber wir gehen jetzt erstmal in. Wir gehen jetzt nochmal in die Richtung gucken hier. Au. Nicht so schlimm. Ah, ein Apfel. Ich wollte nämlich hier noch meine Sachen, die ich abgebaut habe, hier. Ah, Äpfel sind super. Wollte ich noch ein paar Setzlinge und sowas mitnehmen. Da ist noch ein Apfel. Zack. Ah, ein Schwein. Nehmen wir natürlich mit. Das Fleisch. Hier wird noch nicht so richtig abgebaut. Ist hier noch ein Stamm? Ah ja. Dann nehmen wir da halt auch noch mal Holz mit. So. Jetzt sollte es dann auch richtig abgebaut werden. Auch der dickere Busch hier. Und ich würde einfach mal nochmal darüber gucken. Ich habe da, meine ich, was gesehen. Au, oh. Oh. Ah, sehr schön. Nice. Nehmen wir alles mit. Die Koordinaten merken wir uns, weil ich kann natürlich jetzt noch nicht die Goldblöcke abbauen. Die Truhe schon. 2 Goldblöcke. Und ja, ich weiß nicht, ob unter der Lava hier noch Obsidian ist, die beiden Blöcke. Wir hätten ein funktionierendes Portal, weil ich habe einen Obsidianblock bekommen. Nice. Wir könnten es ausprobieren. Aber es ist nicht weit von dem Dorf weg. Und ich würde sagen, wir gehen Richtung Dorf, weil dann haben wir auch direkt einen Schlafplatz. Beziehungsweise Essen, was ja auch wichtig ist. Das Dorf war in die Richtung da hinten. Na, können wir auch hier lang gehen. Ah, ein fliegender Baum. Den nehmen wir mit. So, ja, unsere Axt ist auch schon halb durch wieder. Da hinten sehe ich das erste Häuschen. Aufpassen, weil hier war irgendwo eine Schlucht. Die Kühe nehmen wir noch mit. Ah, hier ist die Schlucht. Oh ja. Okay, aber viel Wasser, viel Lava. Das heißt, wir könnten hier rein theoretisch sogar runterspringen. Schafe brauche ich noch. Schafe wäre nicht schlecht. Ich kann ein Bett nutzen von den Villagern, ja. Hier haben wir ein bisschen Sand. Das ist auch sehr gut. Was ist da hinten? Ah, das sah nur so komisch aus. Okay. Schafe werden wir uns noch holen. Schweinchen nehmen wir natürlich auch mit. Umso mehr Fleisch, umso besser.
Ein Pferd möchte ich jetzt nicht töten. Die lassen wir. Ein paar Blümchen, Höhleneingang sehe ich da auch noch. Ah ja, interessant. So, schauen wir mal, was das Dorf zu bieten hat. Oh, ist ein großes Dorf, ne? Verdammt groß sogar. Also, wir haben ein paar Kühe eingesperrt, das ist gut. Okay. Er ist gerade zu einem Bibliothekar geworden, das heißt, hier drin ist wahrscheinlich. Nö. Zwei Betten. Zwei Betten sind gut. Also nämlich eins und eins. Ach, hier sind noch mehr Betten, mein Gott. Okay, Brot nehmen wir mit. Setzling nehmen wir mit. Nehmen wir alles eigentlich mit, ne? Wir können nämlich, wenn. Habe ich eine Fackel? Ja, ich habe ein paar Fackeln. Jetzt können wir mal ein bisschen sortieren hier. So, Birke, naja. Ah ja, die Kiste sollten wir auch mitnehmen. Weiß nicht, vielleicht brauchte einer von denen das Bett, aber hey. Ist jetzt meins. Tut mir leid. Die schlafen alle. Ist jetzt schon. Wird schon dunkel? Dann würde ich nämlich auch schlafen. Oh, hier ist eine Schmiede. Hier ist eine Schmiede. Was haben wir denn hier? Obsidian. Wir haben einen Helm und nochmal Brot. Den Helm setzen wir natürlich direkt auf. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch eben schlafen. Damit wir ja direkt weitermachen können. So, Respawn-Punkt gesetzt. Bett abgebaut, aber wieder, weil ich werde hier nicht verweilen. Ja, schön. Essen haben wir auch. Wunderbar. Zuckerrohr haben wir. Das hier. Ja, wir haben auch direkt einen Arbeitstisch. Sehr gut. So. Brauche ich mir gar keinen bauen. Die Kuh nehmen wir mit. Und dann schauen wir weiter. Das sind die kleineren Häuschen. Hier sollte eigentlich nichts drin sein. Ich gucke trotzdem mal immer rein. Hier haben wir nochmal Kühe. Da hatten wir Kühe. Hier haben wir Schweine. Ein bisschen. Ja, muss man vielleicht, wenn ich hier länger hier bleibe, werde ich mir das ein bisschen schöner machen. Hier haben wir nochmal eine Truhe. Brot, immer gut. Ein Goldklumpen. Ein Eichensetzling. Kartoffeln. So. Zack, weiter geht's. Okay. Kuh. So, hier haben wir noch einen Schmied. Wow, krass. Zwei Schmiede. Oh, oh, oh. Ich habe kaum noch Platz. Ich muss gleich irgendwo. Gut, die Stiefel kann ich anziehen. Außerdem auch die Rüstung. So, einen Platz habe ich noch frei. Außerdem habe ich irgendwo ein Monster gehört, oder? Keine Ahnung, ob das unterm Haus ist. Weiß ich nicht genau. Ich könnte auch den Ofen mitnehmen. Der braucht keine zwei Öfen. So, da brauche ich mir nämlich auch keinen bauen für den Anfang. Dann gucken wir jetzt die Häuserreihe noch hier durch. Okay. Das könnte ein Haus für mich sein. Oh, ach, Golem. Du hast mich aber erschrocken. Mein Gott. Gut, dich hier zu wissen, Golem. Bin ich vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr ganz so erschrocken. Das ist mir auch zu klein. Ah, wow, noch ein Schmied. Was ist denn hier los? Außerdem haben wir da noch.
Ach, das war dieses Schleifsteingeräusch, was ich gerade gehört habe. Das war überhaupt kein Monster. Ich habe schon wieder Angst vor Dingen, die nicht da sind. ja, ich lasse ihm die Blume hier. Nimm dafür das mit. Das Obsidian. Ich lasse ihm auch die Feder hier. Ich muss jetzt nicht noch eine Truhe haben. Beziehungsweise kann ich ihm auch die Holzdings da lassen. Ja, später nochmal einsammeln. Wenn ich es denn brauche. So, ja, noch mehr Essen. Super gut. Oh, die dicken Bäume. Genial. Genial. Wow, das ist der beste Starterpunkt, den ich jemals hatte. Ja, hier ist ein Bibliothekar. Das ist auch sehr gut. Sieht sehr schön aus. Aber nee, ist auch nicht mein Starthaus. Sehe ich mich auch nicht drin. Hey, lauf nicht dagegen. Aber hier haben wir noch ein Haus. Das sieht auch noch mal. Ah, hier ist auch noch mal ein Bibliothekar drin. Okay. Richtig cooles Dorf. Und hier sind die Kühe, die ich am Anfang gesehen hatte. Richtig cooles Dorf. Ja, ich glaube, ich werde mich hier drunter bauen. Unter den Marktplatz. Hier werde ich mir kleinen Unterschlupf bauen. Erstmal. Steine haben wir gleich auch genug. Habe ich keine Schippe? Nein. So, okay, das sollte doch genügen. Für einen kleinen Unterschlupf. Ja, das ist halt erstmal nur um so ein bisschen, obwohl es mir nicht so gefällt, ehrlich gesagt. Weil, aber, naja, weil über mir was, aber ich kann hier ausleuchten. Das sollte nicht das Problem sein. Okay, gut. Trotzdem würde ich mich erstmal. Na, nee, das war nichts. Ich will das hier alles zubauen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag das nicht. Ich werde hier definitiv ein bisschen verweilen. Und dann muss das auch ein bisschen schön sein hier. Eigentlich muss nicht alles gleichflächig sein, aber zumindest sollte es bisschen schöner sein. Würde ich auch gerne mitnehmen. Kann ich irgendwas. Was brauche ich nicht? Ich brauche den Pilz nicht. Ich kann ja erstmal eine Truhe hier hinstellen. So. Stellen wir mal Truhe rein und packen mal alles rein, was wir jetzt nicht sofort brauchen. Garte. So. Das sieht schon besser aus. Vier Fackeln habe ich. Damit kann ich die kleine Höhle hier erstmal ausleuchten ein bisschen. So, womit bauen wir das? Mit Stein lassen eine Reihe für Fenster offen. Ach, jetzt sind die da oben am Marktplatz und unterhalten sich wieder. Jetzt muss ich mal schauen, wie ist das hier?
Und hier lassen wir Platz für eine Tür. Schaut gut aus. Machen wir. Nee, das machen wir nicht. Was mache ich denn da? Das passt doch wunderbar so, wie es ist. Das ist okay. Da kommt Glas hin hier. Das heißt, wir als nächstes gehen wir Sand abbauen. Aber als allererstes, ach so, ich wollte hier noch so einen Stein hinsetzen. Naja, der stört mich da. Ne, ich mach da Glas hin. Ich mach da noch Glas hin. Zwei Fackeln sollten eigentlich reichen. Ich könnte hier einen Stein hinsetzen und dann noch eine Fackel hin machen. So. Okay. So. Bett. Zack. Wo ist der Ofen? Sand. Wir brauchen Sand. Wir brauchen eine Schaufel und warum nicht? Wir haben Eisen, also machen wir uns eine Eisenschaufel. So. Außerdem. Zack. Zack. Fällt mir nicht so. Ja, wir holen Sand. Da hinten war ja irgendwo Sand. Noch ist Tag, noch ist alles gut. Da war Sand. So ein bisschen. Wir brauchen gar nicht. Oh, okay. Gut, dass ich das hier vom festen Grund aus gemacht habe. So, wir brauchen ja gar nicht viel. Außerdem brauchen wir als nächstes irgendwie Kohle. Gut, wir könnten Holzkohle machen, wenn wir wahrscheinlich auch machen. So, das sollte eigentlich erstmal reichen. So ein Stack, ein guter Stack. Sand. Und jetzt sollten wir wieder zurück, weil es langsam dunkel wird. Ich werde noch mal. Boah, ja, ich kann eigentlich auch in meinem Ding schlafen. Es ist noch keine. Nein, ich schlafe mal eben kurz bei einem Dorfbewohner. Hat er hier ein Bett gehabt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er ein Bett hatte. Nee, hat er nicht gehabt. Da müssen wir mein Bett nochmal abbauen, eben schnell. So. Zack. Okay. Erstmal natürlich Fackeln zu bauen und um auch den Sand zu brennen. Ich brauche nicht viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so 9 bis 10 Glas. Der hier kann eigentlich weg. Nicht schön, aber praktisch. Und ja, wir werden weitersehen, was wir hier noch so haben. In der näheren Umgebung. Wir werden die ganze Umgebung natürlich auch abgrasen. Wir werden ein paar Farmen bauen. Am Anfang werde ich wahrscheinlich mal eine Fleischfarm bauen. Da wir hier schon Kühe haben, passt das wunderbar. Schaf nehmen wir mit. Ja, das ist graue Wolle, ne? Nicht schlimm. Gehen nochmal hier oben gucken. So, mal die direkte Nachbarschaft hier checken. Auch ein Höhlensystem.
Ich habe ja schon eine komplette Rüstung, außer die Hose, eine komplette Eisenrüstung. Was ja echt nice ist, ne? Muss ich ja sagen, dass wir die so gefunden haben direkt auch. Ja, viel Baum, viel Holz hier. Okay, da hinten ist noch ein bisschen Sand. Da gehen wir mal rüber. Oh, ich muss essen. Ich habe die Äpfel ja mitgenommen. Die hauen wir uns erstmal rein hier. Ja, okay, da ist ein bisschen Ton, glaube ich, ist das, ne? Oder wie heißt das? Ist das Ton? Ja, ich meine Ton. Oh, da hinten. Oh, da hinten fängt eine Wüste an. Ah, eine Wüste ist immer gut. Dann gehen wir mal hin. Das ist gut, hier haben wir genug Sand. Ich baue auch ganz gerne in der Wüste. Außerdem haben wir hier noch ein bisschen Zuckerrohr. Auch sehr gut. Also ich baue auch sehr gerne in der Wüste. Da hinten ist, glaube ich, auch eine Höhle. Da gehen wir mal gucken. Stellen uns mal nicht an den Ertrunkenen. Ich muss mir nur merken, von wo ich kam. Das ist keine Schlucht, sieht nur so aus. Na, das sah auch nur wie eine Höhle aus. Das war gar keine Höhle. Ja, schade. Wir gehen trotzdem nochmal da oben auf den Berg, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was hinter der Wüste noch kommt. Kaktus ist hier. Das ist auch sehr gut. Die brauchen wir auch. Und wir werden auf jeden Fall auch eine Kaktusfarm bauen. Ah, gehen wir nochmal da hoch. Noch sieht man nicht viel. Hier ist ein kleiner Höhleneingang. Okay, da hinten ist Savanne. Das ist okay. Ich kann da gar nicht so weit gucken, wie ich eigentlich hätte gucken wollen. Ich dachte, es gehe weiter. Aber naja, okay. Oh! Ein Outpost. Wir haben einen Pillager-Outpost hier. Genial! Nice, habe ich noch nie gesehen. In meiner gesamten Minecraft-Spielzeit, also ich habe ja früher nur gespielt, da gab es die ja noch nicht. Aber ich habe ihn noch nie gesehen und das ist genial. Das ist genial, Leute. Nice, freue ich mich. Ach, ich nehme sie jetzt mit. Ich nehme sie jetzt mit. Alles gut. So. Ja, soweit so gut. Die Wüste müssen wir noch ein bisschen erkunden. Klar, hier gibt es wahrscheinlich auch noch einiges. Ich muss von diesen Äpfeln runterkommen. Auch meine Axt ist auch gleich kaputt. Naja, wir gehen erstmal zurück. Oh, da ist eine Schlucht, ne? Ja, das sieht aus wie eine Schlucht. Die gucken wir uns noch an. Ja, das ist definitiv eine Schlucht. Viel Lava da unten. Oh ja, viel Lava. Also da sollte man vielleicht nicht direkt reinspringen. Ich meine, ich werde es mal versuchen. Mit einem Wassereimer einfach rein. Da hinten. Ja, es gibt viel zu entdecken auf jeden Fall. Wir gehen aber jetzt erstmal zurück. Ja.
Okay, aufpassen. Könnte einstürzen. So, zurück zum Dorf. Wenn ich es dann wiederfinde. Ah, Schaf nehme ich auch natürlich auch noch mit eben schnell. Da sind noch mehr Schafe. Na, komm her. Oh, eine ganze Schafarmee. Oh, jetzt ist meine Axt leider kaputt. Ich hätte es auch mit dem Schwert machen sollen. Naja, egal. Oh, Kürbisse. Die nehmen wir auch mit. Da ist, sind auch Pilze. Gut, Pilze brauche ich jetzt nicht unbedingt. Alles klar. Wo war das Dorf? Da hinten. Hier war noch eine Lavaquelle. Auch gut zu wissen, dass hier eine Lavaquelle ist. Na gut, notfalls beim Schmied wären ja auch Lavaquellen. So, unsere Holzkohle müsste fertig sein. Die erste Folge wird einfach ein bisschen länger, glaube ich. Ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Und ich will das auch gar nicht zeitlich festlegen, unbedingt. Es muss nicht immer auf Biegen und Brechen eine halbe Stunde sein. So. Den Rest der Kohle... So, ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ich muss Platz schaffen. Ich werde erstmal alles... Ne, die Kohle nicht, die brauche ich. Alles, was Samen und sowas sind, hier reinsetzen. Setzlinge, Samen, Blumen. Brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. Fleisch muss ich mir gleich machen. Das kommt auch damit rein. Und jetzt sollten wir zusehen. So. Was ist das? Sand? Okay. Ein Sand. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Ist hier irgendwo... Ah ja, hier. Okay, wunderbar. Noch ein paar Samen. Außerdem mag ich hohes Gras nicht. Ey, war das eine Maus? Nee, eine kleine Katze. Ich wollte gerade sagen, oh, wie süß. Okay, ich packe das hier alles wieder mit ein. Können sie ja jetzt ins Haus packen. Ah, ich habe irgendwie... Ich muss mir gleich mal eine Axt wieder machen. Es wird dunkel. Ich brauche eine Tür. Naja, komm, erstmal hier das rein. Die Kürbisse können auch hier rein. Das kann hier rein. Die Kartoffeln können da rein. So. Ja, ich muss, glaube ich, nochmal mein Bett abbauen und nochmal woanders schlafen. Ach, komm schon. Wo ist denn hier bitte ein Monster? Okay, ich habe eins. Alles gut. Kann ich jetzt schlafen? Bitte. Wunderbar. Irgendwo verbrennt da jemand. Vielleicht können wir den noch schnappen. Dann kriegen wir das Loot nämlich noch. Wunderbar.
Okay. Essen. Mein Bett hatte ich abgebaut. Wunderbar. Also jetzt sollte aber auch unser Glas fertig sein gleich. Jawohl. Und dann können wir das hier hinsetzen. Ja, eins war klar, habe ich übrig. Ich habe eins, glaube ich, zu viel gemacht gehabt. Ist nicht schlimm. Wo ist mein Bett? So, wir haben nämlich jetzt unser Haus gleich fertig. Was wir noch brauchen, ist eine Tür. Und dazu brauchen wir erstmal ein paar Bretter. So, und dann machen wir uns eine Tür. Das Birken, eine Birkentür, will ich eine Birkentür haben? Ich habe doch auch noch andere Bretter und ich habe auch noch anderes Holz. Ja, ich würde sagen, eine Eichentür ist okay. Und dann muss ich mal mit Metall lernen. Ja. Außerdem kommt hier eine Bodenplatte hin, die ich mir auch herstellen kann, wahrscheinlich. Da. Aber ich habe keinen Platz frei. Erstmal kommt hier wieder alles rein, was wir nicht brauchen. Schwarzeichenstamm, sehr gut. Weiße Wolle brauche ich momentan nicht. Helle Wolle brauche ich nicht. Ich brauche das nicht, ich brauche das nicht, ich brauche das. Obwohl, das, da kann ich Eisen draus machen gleich nochmal eben schnell. Ich brauche das Feuerzeug momentan nicht. Ich brauche die Karte nicht. Ich brauche die Türen jetzt nicht mehr. Ich brauche noch kein Leder. Das Fleisch muss ich machen. Ich brauche jetzt momentan kein Glas, kein Sand. Kohle brauche ich doch noch. Das verrottete Fleisch brauche ich noch nicht. Und den Lachs brenne ich durch. Die Kartoffel kommt hier rein. Ja, das Obsidian brauche ich noch nicht, aber wir haben mittlerweile so viel, dass wir uns hier auch ein Enderportal bauen können. Granit. Boah, Granit brauche ich nicht. Okay, die Kisten stellen wir noch irgendwo hier hin. So. Okay. Es ist nichts Großartiges, aber für den Anfang reicht's. Wir können hier jetzt anfangen. Ich werde mir für die nächste Folge was überlegen, dass wir irgendwie eine Farm bauen. Ich werde offstream natürlich noch ein bisschen hier erforschen und erkunden und euch alles zeigen, natürlich im nächsten Video. Wir werden wahrscheinlich nächstes Video die erste kleine Farm bauen. Ich schaue mal, was wir machen. Gucken. Irgendwas wahrscheinlich für Essen oder so. Außerdem werde ich mir noch ein bisschen Kohle farmen gehen. Ja, ich denke mal, ich mache so die Farmarbeiten. Ich werde irgendwo mal gucken, wo ich Kohle kriege und sowas. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Also, ich sehe blöd aus in Außenrüstung. Ich finde mich besser ohne Rüstung, aber was soll man machen? Schutz ist wichtig. Und von daher, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ich hoffe, es gefällt euch, dass wir jetzt, ja, das Game ein bisschen interessanter gestalten. Also, mach's gut. Ciao.